der Gewinner ist Grand Theft Auto 5. Das Jahr steht, was Verkaufszahlen angeht, ganz klar im Rampenlicht von Grand Theft Auto GTA 5. Zurück in Los Santos erlebt man nicht nur eine grafische Augenweite, sondern erstmals die Geschichte von drei verschiedenen Charakteren in einem GTA-Spiel ohne den Gebrauch eines DLCs. Es steht dem Spieler völlig frei, ob er mit Michael, Trevor oder Franklin die Stadt Los Santos oder die Wälder, Wüsten und Berge in der Umgebung unsicher macht. Dazu kommt ein abwechslungsreiches Gameplay, von verschiedenen und schön gestalteten Missionen bis hin zu Freizeitunternehmungen wie Golfen, Yoga, Rennen fahren, Kopfgelder eintreiben oder gar sein eigenes Unternehmen führen. Grand Theft Auto 5 ist ein gigantischer Spielplatz für Erwachsene und beratet jedem Spieler, der sich in die Welt von Los Santos begibt, sicher die 100 Stunden Spielspaß, die dieses Spiel bietet.